Lorraine sagt euch jetzt nochmal Tschüss. Tschüss. Eigentlich sollte Tschüss sagen und nicht Tschü, aber ist egal. Die Zeitersparnis, die sie hatte, mit, dass sie nur Tschü gesagt hat und nicht Tschüss, da kann sie jetzt sich, jetzt kommt gleich irgendwas geflogen, kann sie jetzt bestimmt was verkaufen, aber ist egal. Wunderschönen guten Morgen. Ja, die Stimme ist ein bisschen weg. Aber halb so schlimm. Ja, es ist Montagmorgen. 6:45 und ihr wisst, montags muss ich in die Schule. Das heißt, dort begebe ich mich wieder hin. Es hat glücklicherweise nicht geschneit die Nacht. Es ist ein bisschen, obwohl es geht, kalt ist es jetzt nicht so. Ja, wie gesagt, ich fahre jetzt in die Schule. Es wird heute wieder nicht viel geben, denke ich. Ja, wir werden sehen, was es gibt, wenn es was gibt. Filme ich es natürlich, wenn nicht, tut es mir wohl leid. Und dann würde ich trotzdem erstmal sagen, bis später. So, ich sitze wieder im Auto. Es ist 12:14 Uhr und ich habe es geschafft, Schule. Warum fragt ihr euch jetzt vielleicht? Ganz einfach, ich bin halt früh in die Schule gekommen oder in die Schule gefahren. Und da habe ich eine SMS gekriegt von einem Mitschüler, der geschrieben hat, dass wir die ersten Stunden Ausfall haben und somit erst mittags anfangen. Ja, da ich aber nun schon in der Schule war und auch ein bisschen fahren muss und es nicht lohnt mit Heimfahren, bin ich natürlich erstmal in der Schule geblieben und habe dann unsere Klassenlehrerin, bei der wir dann Nachmittag gehabt hätten, angesprochen mit ein paar anderen Mitschülern, die auch gekommen sind und haben das so geklärt, dass wir um 9 anfangen halt mit diesen Stunden und durchziehen und da können wir dann halt gegen um 12 rumgehen. Ja, und gesagt, getan, so muss ich nicht bis 3:45 bleiben, sondern darf jetzt schon um 12 gehen, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Schön wäre es noch gewesen, wenn wir, weil wir am Mittwoch wieder dieses Fach gehabt haben, dass man hätte gesagt, okay, man zieht diese Fächer dahinter noch gleich mit ran und hätte Mittwoch nicht in die Schule gehen müssen. Aber naja, so viel Glück haben wir diesmal nicht. Was soll man machen? Das ist nun mal so. Ja, ansonsten bin ich jetzt auf dem Heimweg, werde mal Lorraine überraschen, weil die weiß noch nichts von ihrem Glück oder von ihrem Pech, wie auch immer. Mal sehen, wie man es, wie sie es sieht. Schauen wir mal. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich später. Bis dann. Wir haben es kurz vor um 4, vor 16 Uhr und wir holen jetzt Jonas ab, Tanja, Lorraine und ich. Die Lorraine macht gerade die Tanja im Auto fest und ja, wir fahren heute mal mit Lorraines Auto, also das heißt, Lorraine fährt heute mal. Tanja ningelt schon wieder, aber so ist das. Jetzt fahren wir schnell Jonas holen. Ich kann sogar schon jetzt einsteigen. Und danach holen wir noch ein paar Bewerbungsmatten, sagte Lorraine. Brauchst du noch und ein paar. Und dann fahren wir noch mal zur Post ein paar Umschläge wegschaffen, also ein paar Bewerbungen. Also bis später. So, Jonas ist geholt, sitzt im Auto, sagst mal Hallo Jonas. Hallo. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg in einen Schreibwarenladen, um noch ein paar Bewerbungsmarken zu holen. Nehme ich an, oder erst auf die Post? Nee. Nee. Erste Bewerbungsmarken. Und die willst du dann per Post wegschicken? Ja. Ah, ich habe das erkannt, ihr seht. Ey, was? Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir die Bewerbungsmarken. Hört ihr das? Das ist die Tanja. Die ist auch da, die möchte ich auch mitmelden. Ja, und dann fahren wir auf die Post und schaffen die weg, damit vielleicht das bei Lorraine mal klappt mit dem Job. Okay, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns gleich. Wir sind wieder zu Hause. Bewerbung abgegeben bei der Post. Da, no? Jo. Lorraine schält gerade Kartoffeln. Denn bei uns gibt es heute Schweinegeschnitzeles mit einer Sahnesoße, mit Paprika und Paprika. Da. Ja, und dazu ein paar Kartoffelecken, hat Lorraine gesagt. Genau. Und das machen wir jetzt. Dann lassen wir es uns einfach schmecken. Also bis später. So, Essen fertig. Kinder so gut wie im Bett, der Große wäscht sich gerade.
Ansonsten, ja, war heute wieder nicht viel. Habe ich ja gesagt, warum ich jetzt bei Zeiten schon heim bin. Dorin, wie gesagt, Bewerbung geschrieben, die haben wir weggeschafft. Ja, das war's schon wieder, der Montag für heute. Morgen ist wieder Arbeiten angesagt, allerdings morgen. Das ist bei mir nicht ganz so lange und morgen hat mein Opa am 80. Geburtstag. Da fahren wir dann nachmittags hin. Da gibt's dann vielleicht lecker Kuchen. Ja, und ansonsten war's das heute. Und Lorraine sagt euch vielleicht auch mal Tschüss und guckt lieber so rum. Ich schreibe gerade. Lorraine schreibt gerade. Wenn sie eine liest, schreibt sie. Kannst du meine Besucher bei dir treffen? Ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns morgen wieder. Also bis später. Tschüss. So, guten Morgen. Es ist kurz vor um 5, früh am Morgen. Und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe Frühdienst. Habe sogar heute noch in der Hand einen DVD, das Waisenhaus. Schaut ihn euch an, wenn ihr noch nie gesehen habt. Mein absoluter Lieblingsfilm. Meine Kollegin möchte sich jetzt auch mal anschauen. Deswegen nehme ich mit. Bei uns hat es die Nacht geschneit. Ich halte euch mal hier kurz rum so. Ja, so Lorenz Auto voll geschneit. Mein steht halt mal dort. Ein bisschen dunkel. Ja, und ich werde das jetzt erstmal freischaufeln und dann erstmal auf Arbeit fahren. Also bis später. Tschüss. So, ich bin auf Arbeit angekommen. Bin heute der Erste. Logisch, hab Frühdienst. Und jetzt gehe ich erstmal überall lüften, so dass wenn dann die Kollegen kommen, wenigstens schon mal ein bisschen frische Luft drin ist. So, genau. Was erwartet mich heute? Ich kann es euch gar nicht richtig sagen. Mal sehen, was meine Kollegin schon alles gemacht hat, das weiß ich nämlich noch nicht. Und ansonsten werde ich sehen, was heute passiert, oder ja, was heute passiert, was wir machen, mal schauen. Und ja, das Gute ist euch, ich habe heute um 1 Schluss, 13 Uhr darf ich heimgehen. Das ist so schön. Danach fahre ich heim, logischerweise, Lorraine holen, oder Lorraine, ja zu Lorraine holen noch nicht ganz. Denn mein Opa wird heute 80 und dort fahren wir heute hin. Wenigstens mal gratulieren, einfach mal so. Ja, und ich mache jetzt noch schnell meine Runde, dass halt, wie gesagt, überall gelüftet wird. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Tschüss! Es ist 13 Uhr und ich habe Feierabend. Ja! Ja, genau, Arbeitstag geschafft. War ganz entspannt heute. Ganz gut. Ansonsten bin ich jetzt auf dem Weg nach Hause. Wäre jetzt mal gucken, was jetzt noch passiert. Warten, bis die Kleine aufgestanden ist, dann werden wir einen Großen holen und dann werden wir schon zu meinem Opa fahren. Wie gesagt, der wurde 80. Da lassen wir uns natürlich blicken. Vorher holen wir noch schnell das Geschenk ab. Das habe ich bei meinen Eltern untergelagert, also gelagert, sage ich jetzt mal. Und holen das dort ab halt. Und ja, dann lecker Kuchen gibt es dann. Meine Mama hat natürlich wieder gebacken für meinen Opa. Und ja, da habe ich jetzt schon ein bisschen Hunger drauf. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns später. Bis dann. So, wir holen jetzt Jonas. Lorenz steckt gerade, setzt gerade Tanja ins Auto. Und wie gesagt, wir holen jetzt Jonas aus dem Kindergarten. Da ist Lorenz. Und dann fahren wir zu meinem Opa zum Geburtstag. Bis später. So, der Abend ist wieder gelaufen. Lorenz schafft gerade Jonas ins Bett. Danach so ein bisschen Spielzeug machen. Ich wollte euch zum Abschluss heute mal ganz kurz noch ein bisschen meine DVD-Sammlung zeigen. Es sind nun um die 900 Filme insgesamt, wobei dort alles dabei ist, auch die Kinderfilme für Jonas, wenn es ein paar gibt. Aber ansonsten der Großteil natürlich meine Filme. Mein absoluter Lieblingsfilm ist immer noch den Film, den ich heute früh mit hatte, von meiner Kollegin, das Waisenhaus. Das ist mit ganz großem Abstand mein Lieblingsfilm. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch an. Wirklich klasse Film. Ansonsten zeige ich es euch mal kurz und erzähle trotzdem mal ein bisschen. Ja, ich stehe natürlich hauptsächlich auf Horrorfilme. Also das ist jetzt hier Herr der Ringe. Die Sage, da fehlt aber jetzt eine draus, deswegen liegt die hier so. Ja, es sind etwa 900 Filme, die sich inzwischen eingesammelt haben. Lorraine ist auch da. Jetzt sind noch mal so viele. Ein paar einzelne, so zwei, drei. Sind so eins. So. Ja, wie gesagt, das ist das Waisenhaus, ist definitiv mein Lieblingsfilm.
Ansonsten mag ich auch so Filme wie 96 Stunden mit dem Liam Neeson. Die mag ich sehr. Alle Filme oder so gut wie alle Filme mit Jason Statham. Ob das jetzt The Expendables ist, ob das Transporter ist, ob das Crank ist, ob das Bankjob ist, Snatch. Irgendwie solche Sachen. Also liebe ich. Natürlich, wie gesagt, Horrorfilme ist mein absolutes Genre mit Hide and Seek, The Others, ja, solche Sachen. Finde ich klasse, finde ich cool. Ich mag auch solche Filme wie Hooligans zum Beispiel, ist ein klasse Film. Und auch diese ja, Fantasy-Filme wie, jetzt komme ich gerade drauf, Herr der Ringe, der Hobbit, Harry Potter, ist cool anzugucken, ja. Pan's Labyrinth, ja. Wer da eine genauere Liste von meinen DVDs haben will, einfach mal anschreiben und in die Kommentare schreiben. Ich kann gerne mal, ich habe alles schön geordnet aufgeschrieben. Das sind auch so gut wie alle drin, bis auf vielleicht jetzt die neuesten Filme, wie es hier, na? Guardians of the Galaxy, jetzt habe ich es. Manchmal vergisst man es doch, die Filme. Der ist jetzt natürlich noch nicht mit drin, den ich mir jetzt ganz neu gekauft habe, jetzt erst einmal gesehen. Da ist auch meine Bewertung mit dabei, wie ich die Filme fand. Ja, ansonsten, die DVDs sind auch alle, okay. Die DVDs sind doch alle hier im Regal alphabetisch geordnet, außer oben die Sammelboxen, wie James Bond und sowas. Also das, die habe ich einfach oben mit draufstehen. Ja, und wie man sieht, ich zeige es euch nochmal, hier liegen natürlich auch schon viele drin, auf der. Und auf der Seite auch. Hängt damit zusammen, dass irgendwann der Platz nicht mehr reichte für ein neues Regal. Also hier ist soweit erstmal alles voll und die Regale einfach voll sind. Ja, so ist das. Ansonsten war es das für mich heute wieder. Mal sehen, wann ich das Video raushauen kann. Ob ich es morgen früh schaffe, weil ich morgen Frühdienst habe und es immer doch ein bisschen dauert. Mal schauen. Ansonsten sage ich trotzdem erstmal schönen Abend noch. Oder schön früh, kommt auf an, wann man es guckt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, abonnieren auf YouTube ist kostenlos, ihr würdet uns unterstützen, finden wir cool. Ansonsten, Doreen sagt euch jetzt nochmal Tschüss. Tschüss. Eigentlich sollte Tschüss sagen und nicht Tschü, aber ist egal. Die echte Zeitersparnis, die sie hatte, mit, dass sie nur Tschü gesagt hat und nicht Tschüss, da kann sie jetzt sich, jetzt kommt ja irgendwas geflogen, kann sie jetzt bestimmt was verkaufen, aber ist egal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.